Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen auf dem Kanal bei Freyas Orakel. Und jetzt schauen wir einmal rein. Ich hatte euch ja hier in der Community gefragt, was ihr vielleicht für Wünsche habt, Anliegungen. Und da hat eine Zuschauerin hier gesagt, ich hätte gern mal gewusst, was denkt denn das Gegenüber oder wird es denn überhaupt einen Neuanfang geben bei uns? Und die Fragen wollen wir jetzt mal abklären, die zwei Fragen. Bedenkt bitte, das ist kein Privatorakel, das ist ein Allgemeinorakel. Ne, kann ich auf jeden hier hundertprozentig zutreffen, aber es könnte natürlich deine Legung sein, wenn du merkst, okay, ja, das stimmt so ein bisschen mit mir, mein Gegenüber, überein. Und da wollen wir jetzt hier oben erstmal gucken, in welcher Energie befindet sich denn dein Gegenüber. Und dann schauen wir einmal hier in die Gedanken, Gefühle vielleicht auch deines Gegenübers rein. Und ob es denn hier überhaupt einen Neuanfang bei euch geben wird. Ne? Genau, also. Ich habe hier die Kipperkarten heute mit dabei. Das sind meine eigenen Kipperkarten. Dann haben wir hier das Runenorakel. Dann haben wir die Lektion in deiner Seele. Das Licht und Schatten darauf von Chris Anne und wieder das Fairy Tale Lenormand. So, und jetzt gucken wir mal an, welche Energie ist denn dein Gegenüber gerade? Dein Gegenüber kann hier ein Mann oder eine Frau sein. Ne? Das ist alles geschlechterunabhängig hier. Und wenn du hier als Mann auf eine Frau schaust, na, ne, dann nimm das auch bitte so für dich an, switch dir die Rollen vielleicht auch hier ein bisschen um. Ich selbst erzähle immer aus der Sicht einer Frau auf den Mann, weil ich hier ganz, ganz viele weibliche Zuschauer habe. Deswegen wäre es schön, wenn du dir als Mann diese Rollen auch umswitcht, ja? Okay, in welcher Energie befindet sich dein Gegenüber gerade? Was ist denn da los? Oh, das ist schon mal das dein Gegenüber, ne? Egal ob Mann oder Frau. Hier wird er als Mann gekennzeichnet. Und dein Gegenüber versucht gerade hier so einen kleinen Gewinn, so eine kleine Belohnung einzufahren. Ich lasse mal noch eine Energie springen. Okay. Ja, also hier kann ich dir schon mal sagen, dein Gegenüber versucht wahrscheinlich gerade etwas zu verändern. Ob das jetzt im Beruflichen ist oder ob das jetzt generell in deine Richtung ist. Ne, das kann beruflich, das kann aber auch in die Richtung von dir sein. Und genau, er versucht was zu verändern hier, ja. Vielleicht versuchst du aber auch was zu verändern in die Richtung deines Gegenübers. Aber wir fragen ja auf dein Gegenüber hier. Und da kann ich dir schon mal sagen, hier kommt irgendwas auf dich zu, ein Geschenk, irgendwas Unverhofftes vielleicht auch, was so einen gewissen Erfolg und eine Belohnung einbringen wird. Und das ist auch eine Veränderung in deine Richtung, ja. Was sagt denn das Runenorakel? Okay, dein Gegenüber befindet sich vielleicht auch gerade noch in einer gewissen Notbedürftigkeit. Der ist gerade im Mangel und deswegen versucht er wahrscheinlich auch etwas zu verändern. Was haben wir hier noch? Ja, ne? Er will jetzt in die Handlung kommen hier bei dir. Na, das sieht doch schon mal gut aus, ne? Was sagt die Lektion in deiner Seele? Im Moment ist man noch so ein bisschen unentschlossen, ja. Er versucht sich aber gerade hier an seine Intuition zu halten und versucht auch ganz, ganz stark jetzt hier auf sein Gefühl mal zu hören. Ne? Das hören wir doch gerne bei Gegenübers, dass er auch mal nicht nur auf den Kopf, auf den Denker da, auf das Ego hören, sondern dass sie wirklich auch mal hier jetzt auf sich selber hören. Ja, und da würde ich sagen, wir gucken jetzt mal rein. Na, was denkt denn dein Gegenüber gerade in deine Richtung? Frag mal so. Was denkt dein Gegenüber gerade in deine Richtung? Also ich habe schon mal die Energie gesehen, dass er hier was annehmen möchte. Er will eine Herausforderung annehmen. Ja, wir sehen den Mangel hier. Was wieder die Nautis widerspiegelt, ne, der ist gerade sehr, sehr im Mangel unterwegs. Aber mit dem Ritter der Schwerter ist er auch ein Mensch, der jetzt, der Aufbruch, ne, den Aufbruch. Er bricht auf, er setzt sich auf sein Motorrad und fährt zu dir. Ja, man hört jetzt auch seine Intuition. Man wird hier entschlossen werden, was in deine Richtung aufzubrechen. Im Moment war er unentschlossen. Vielleicht war er das auch die ganze Zeit und hat sich in so einem Mangel aufgehalten. Aber jetzt nimmt er die Herausforderung an hier. Ich tue es. Ja, ich tue es. Ich bin gerade hier im Mangel, die Energie bei uns ist im Mangel und er ist bereit, jetzt in deine Richtung aufzubrechen. Na, das sehen wir hier. Was sagt das Lenormand hier noch dazu?
Ja, der hat hier eine Lösung gefunden. Ja, der wird eine Lösung, oder wenn, und wenn er das noch nicht hat, wird er eine Lösung finden für dieses Unruhige und Nervöse zwischen euch, was diesen Mangel vielleicht auch immer wieder reinbringt. Vielleicht haben ja auch Täuschungen, Lügen oder sowas stattgefunden, oder er möchte das jetzt ganz gerissen hier in deine Richtung anstellen, möchte hier ganz schlau vorgehen, ne, und da ganz einfach auch eine Lösung finden hier bei euch. Ja. Das waren jetzt erstmal die Gedanken deines Gegenübers. Jetzt gucken wir mal rein, was hat denn dein Gegenüber für Gefühle in deine Richtung? Oh, guck mal, dein Gegenüber, der lässt sich gerade so richtig treiben in seinen Gefühlen, ne? Der ist gerade gar nicht so toll drauf, aber, und er ist auch sehr, sehr nachdenklich. Also er fühlt so eine gewisse, er denkt hier wirklich drüber nach, auch in seinen Gefühlen, ne? Habt ihr das gehört? Da waren die Raben. Guck mal, hier sind auch die Raben. Und hier vorne sind auch die Raben. Der lässt sich irgendwie führen. Ja, aber der ist in einer ganz, ganz traurigen, hilflosen Energie. Oh, das kommt mir gerade so rein. Guck mal, hier. Na, 6 der Schwerter, 9 der Schwerter. Hier. Man lässt sich nur noch treiben. Man gibt auf, kommt mir rein. Er hat aufgegeben, auch so ein bisschen. Er macht sich zwar Gedanken, in deine Richtung zu kommen, aber gefühlsmäßig gibt er hier schon langsam auf. Ne? Boah, das ist eine ganz krasse Energie, in der er gerade ist. Eine ganz dunkle Energie. Ja, guck mal, hier ist ein Neuanfang blockiert noch in seinen Gefühlen. Ja, was ist denn da direkt blockiert? Was blockiert ihn denn so dolle? Ja, es nagt. Das nagt. Das ist ein ganz großer Verlust. Ich weiß nicht, was hier vorgefallen ist bei euch, aber komm, wir fragen mal. Was ist denn bei euch vorgefallen? Was ist bei euch vorgefallen? Es ging wahrscheinlich um Gefühle. Vielleicht hat man versucht, hier irgendwas in Einklang zu bringen, irgendwie die Freude vielleicht zurückzubekommen. Mir kommt jetzt auch rein. Ihr habt euch zwar in so einer ganz romantischen, leidenschaftlichen Energie befunden, aber hier war der Ausgleich nicht so richtig da, ne? Die Freude ist vielleicht auch flöten gegangen. Was war denn hier noch passiert bei euch, dass das so kam? Das hatte auf jeden Fall mit dir zu tun. Was hast du denn gemacht? Eigentlich hast du nichts gemacht. Du hast dich einfach auf die Reise gemacht. Du wolltest einfach hier Frieden haben, ne? Vielleicht ging es auch um sexuelle Themen. Ja, du hast dich vielleicht erstmal zurückgezogen. Also mir kommt jetzt rein, entweder hat er wirklich Sehnsucht in deine Richtung, der will Frieden haben. Vielleicht hast du dich plötzlich getrennt, zurückgezogen, hast nichts mehr von dir hören lassen. Ne? Also da ist das Rapunzel nicht mehr da, was das Haar herunterlässt für ihren Prinz, sondern sie zieht die Haare einfach hoch und lässt den da unten stehen. Also so kommt mir das jetzt rein. Ne, und das hast du wahrscheinlich mit ihm gemacht. Uiuiui. Na, eieiei. Okay, wird es denn da wieder. Hört ihr die Vögel da draußen? Also die Raben, die sind ja ganz schön unterwegs, ne? Ja, und deswegen, der wird auch seine Intuition hören. Ne, der wird hier auf jeden Fall was verändern. Ohne dich kommt er gar nicht klar. Ja, also so kommt mir das jetzt rein. Ne? Was wird denn dann hier kommen? Wird es einen Neuanfang geben bei euch? Wird es denn einen Neuanfang geben? Ohuhuhu. Der hat ganz starken Liebeskummer. Der hat starken Liebeskummer. Der bittet sogar die da oben, dass die mithelfen. Ne? Hier gibt es auf jeden Fall nochmal eine Chance. Also bei euch kommt auf jeden Fall nochmal eine Chance rein, sehe ich hier. Ja. Man kommt langsam auch aus dem Stillstand raus. Man will endlich hier dieses Gleichgewicht, diese Leidenschaft wieder zwischen euch haben, diese Balance und Harmonie. Ne? Und da ist der ganz fest entschlossen. Der will auf jeden Fall was verändern hier. Schau mal, der will was verändern. Der will das hier hinter sich lassen, diese 10 der Schwerter, diese Niederlage. Der will hier diese Gefühle wieder zwischen euch in Einklang bringen. Wow, sehr, sehr schön. Ich meine, dass er jetzt in so einem Liebeskummer ist, das ist nicht schön, aber der bittet die da oben zu helfen. Ja, kommt mir hier rein. Oh, da kriegst du gerade voll die Gänsehaut. Ja, der bittet die da oben, euch zu helfen, dass hier wieder eine Chance umgesetzt werden kann. Boah, also das ist eine krasse Energie. Was sagt denn das Lendemond hier? Kommt da ein Neuanfang noch? Ja, hier wird eine Lösung gefunden werden. Guck.
Es wird eine Lösung geben, es wird hier eine Lösung gefunden werden, das Ganze wieder stabiler zu machen, in ein Wachstum reinzubringen und auch von diesen vergangenen Sachen vielleicht noch zu heilen, ja, für dich und dein Gegenüber. Na, das ist doch schon mal schön, wenn das so ist, ne? Ja, und die Verbindung wird auch wieder an mehr Halt und Stabilität gewinnen. Hier kommen auch wieder Treffen rein, hier harmonische Treffen. Oh, hier kommt auch eine Einladung von ihm, ne, die dir Sicherheit gibt. Also, ja, also das ist deine Antwort jetzt, ne? Das ist eine wunderschöne Energie, die ja da gerade jetzt in den nächsten Schritten kommt. Also das geht wirklich gut aus hier. Auch wenn, also der kommt ohne dich gar nicht klar. Das muss ich jetzt ehrlich mal sagen, so wie sich das anfühlt. Ne? Das ist so richtig wie so ein Häufchen Elend, was ja überhaupt keine schöne Energie ist und wo er da wirklich so da hängt. Boah, das ist wirklich krass. Okay, was sagen die Liebeskonnen? Was möchte er dir denn jetzt mitteilen? Bestimmt, bitte komm zurück. Bitte komm zurück. Diese Worte kommen hier rein. Die göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertrau darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Guck, ich hab's gesagt. Der bittet hier die Götter. Der bittet alles, alles, was es da gibt, die euch helfen könnten, bittet er darum. Ja, dass sich hier alles zum Guten wendet. Wow, was für eine geile Legung. Also, das ist ja wirklich krass, ne? Also ich finde es zwar nicht schön, dass er in so einer ganz hilflosen Energie ist, aber ich finde es schön, dass sich im Endeffekt wirklich alles zum Guten wenden wird bei euch. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch mal eine schöne Zeit. Also wenn das jetzt dein Orakel war, lass es mich bitte wissen. Ich freue mich auch über eure Kommentare, ne, die dann hier kommen. Und wenn dir das auch gefallen hat, gib doch bitte gerne ein Like oder ein Abo, falls du mich noch nicht abonniert hast. Und ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich hier bei dir. Ciao.